Liebe Weltbürger, heute haben wir ein technisches Problem gehabt mit Mikrofon. Wir versuchen so. In der ersten Verfassung Deutschlands ist groß geschrieben worden, die Würde des Menschen sind unantastbar. Gesetz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Demokraten ihre Herz geschlagen hatten, fuhr Rücksichtnahme auf Menschenrechte. Und laut Konvention des Menschenrechts nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland durfte sich nicht in Spannungsgebiete einmischen. Wir haben in den letzten 50 Jahren, nach unseren iranischen Erfahrungen, Deutschland hat permanent militärisch mit ihren Rüstungsgütern Bunker bauen im Irak und dann 8 Jahre Krieg zwischen Iran und Irak. Und das hat geführt zum Sieg der Islamischen Revolution, Regierung. Nach den 8 Jahren, die Regierung Iran, die sind hinter Gebirge gekommen und als erstes Gesetz und als ihre Erpressung versuchten erstmal die Frauen, die über 40 Millionen Einwohner in diesem Land leben, zu unterdrücken. Etliche Hinrichtungen, etliche Ermordungen, Stoppung aller journalistischen Aktivitäten, Verhaftung der Regisseuren und letztendlich seit 9 Monaten, wir sind konfrontiert nur mit Erpressung der Protestierenden im Iran. Das Regime versucht mit jeglichem Instrument, die Stimme der Freiheitskämpfer zu ersticken. Aber die haben uns unterschätzt. Die Bevölkerung Iran leidet unter Armut. Die Bevölkerung Iran leidet über 1 Gramm Freiheit. Und seit 100 Jahren, wir sind bemüht, dieses Land im Mittleren Osten und Nahosten für einen demokratischen Prozess, für Gleichheit, für Freiheit und für eine wahnsinnige, zivilisierte, demokratische Prozess zu verschaffen. Die Revolution, besonders feministische Revolution Iran, ist beste Mechanismen gegen die islamische Denkweise. Die haben ihre Waffen in der Hand, ihre Panzer auf den blutigen Straßen Iran. Aber viele Jugendliche, die nach 44 Jahren verstanden haben, dass dieses Regime versucht, Milliardengelder ins Ausland fließen zu lassen, nach Kanada, Montreal, Melbourne und Düsseldorf und Münster vielleicht. Das Volk Iran hat verstanden, diese politische Toleranz herrscht in Iran. Also, die Würde des Menschen laut deutsche demokratische Abgeordnete ist antastbar gewesen. 9 Monate, wie viele Kinder sollen ermordet werden, dass die unantastbar gewesen sind?
die haben Augen erblindet, die haben 20.000 verhaftet. Das sind die Opposition für Verschaffung demokratischer Prozesse im Iran. Und es ist auch im Gange. Das Regime ist fast unten. Die versuchen mit Zusammenarbeit, russischer Unterstützung, syrischer Unterstützung und dann das ist zu beschämen. Nach so vielen Jahren Feindlichkeit gegen Saudi-Arabien, die haben Koalition abgeschlossen mit Saudis, damit die an der Macht bleiben. Zum Schluss. Es wird heute im Münster Stubengasse neben 15 Metropolen in der ganzen Welt wird ein Widerstand gegen Abschaffung des Hinrichtungsgesetzes protestiert. Dieses Hinrichtungsgesetz gilt nicht nur für Iran. In aller Welt, in China, in Syrien, in Saudi-Arabien, wo alle Diktatoren leben. Das müssen wir abschaffen. Wo sind die UNO? Wo sind die UNESCO? Wo sind die Menschenrechtler, dass tatsächlich Druck ausüben, dieses Regime endlich mal von diesem Hinrichtungsgesetz weg für Ewigkeit. Und da haben wir eine wunderbare, freie, demokratische Iran. Und das wird mit Sicherheit in Nachbarländern, in der Türkei, Algerien, Zypern und Norditalien, bin ich absolut sicher. Feministische Revolution darf nicht vergessen werden. Das ist beste Waffe gegen die islamische Denkweise. Die haben damit die gesamte politische Apparaten besiegt, 44 Jahre. Ich danke Ihnen vielmals. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität.